Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur neuen Folge unserer Serie Ins Heft gezoomt. Und ganz besonders begrüße ich den Gast unserer heutigen Folge, Christina Milz, mit der ich über einen Aufsatz Genese eines Feindbilds, der jüdische Sozialdemokrat Max Süsheim und seine Gegner sprechen werde. Vielleicht darf ich unseren Gast zunächst kurz vorstellen. Christina Milz hat an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität Neuere und Neueste Geschichte sowie politische Wissenschaft studiert und studienbegleitend eine journalistische Ausbildung absolviert. 2020 wurde sie mit der Studie Carl Süsheim bei eine Biografie über Grenzen promoviert. Die Dissertation ist letztes Jahr bei Metropol als Buch erschienen. Christina Milz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Institut für Zeitgeschichte. Ich begrüße heute also nicht nur eine VfZ-Autorin, sondern, liebe Christina, auch eine Kollegin und noch dazu eine Kollegin, die das Konzept von Ins Heft gezoomt mitentwickelt hat und die Reihe normalerweise hinter den Kulissen betreut. Heute steht sie im Rampenlicht, was mich besonders freut. Ja, vielen Dank. Liebe Christina, die Biografie des jüdischen Sozialdemokraten Max Süsheim ist Gegenstand deines Aufsatzes, der das Oktoberheft eröffnet. Das ist eine Biografie, die eigentlich weitgehend vergessen ist. Wie hast du Max Süsheim entdeckt? Ja, auf die Frage, da würde ich gleich mal unsere Präsentation starten, weil da eigentlich dann die Antwort schon drinsteckt. Wir sehen hier ein Bild zweier Brüder aus den 1880er Jahren. Auf der linken Seite Carl Süsheim und auf der rechten Seite Max Süsheim. Die beiden waren nur 2 Jahre voneinander getrennt, also Carl Süsheim 1878er Jahrgang und Max Süsheim 1876er Jahrgang. Und du hattest ja vorher schon erwähnt, dass ich eine Biografie über Carl Süsheim, also über den Bruder, geschrieben habe. Und jetzt ist es so, dass der sein ganzes Leben lang eigentlich Tagebuch geführt hat und auch also viel von diesen Tagebüchern erhalten ist und da natürlich auch sein Bruder immer wieder vorkommt. Also eigentlich bin ich über den Karl zu Max gekommen und konnte dann auch von der Biografie von Max Süsheim nicht mehr lassen und wollte unbedingt was dazu machen. Vielleicht ganz kurz zu dem Bild. Das ist ja auch an und für sich schon so ein interessantes Dokument. Man sieht ganz klar dieses bürgerliche Setting, also so ein Bild wäre in einer nicht bürgerlichen Familie wahrscheinlich niemals zustande gekommen. Kinder schön drapiert vor diesen Steinen bei einem professionellen Fotostudio, das war in der damaligen Zeit noch überhaupt nicht üblich. Da sieht man schon, dass sie aus einer bürgerlichen Familie kommen und der Hintergrund ist tatsächlich, der Vater war sehr erfolgreicher Nürnberger Hopfenhändler, das war damals auch eine jüdisch dominierte Branche in Franken, die sehr im Kommen war und auch weltweit bedeutend war. Und die Mutter stammte ebenfalls aus einer hoch angesehenen Familie, und zwar der Familie Morgenstern. Die Mutter war sehr kunstbegeistert, hat Kunst gesammelt und so weiter. Also das ist so diese Welt, in die Max Süsheim hineingeboren wird. Das führt mir schon zu meiner nächsten Frage. Also von seiner Herkunft und von seiner Ausbildung her war Max Süsheim alles andere als ein geborener Sozialdemokrat. Wie hat er seinen Weg zur SPD gefunden und wie erging es ihm in der Arbeiterpartei dort als Jude, als Akademiker und als Sohn aus bürgerlichem Haus? Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ich zeige auch gleich mal das nächste Bild. Da sehen wir jetzt mal Max Süsheim im Erwachsenenalter, also im Jahr 1912. Da hatte er sein Studium schon längst hinter sich gelassen, aber wir müssen davon ausgehen, dass er schon während seines Studiums mit den Idealen der SPD vertraut gemacht wurde. Genaueres weiß man nicht, also es gibt die Quellenlage auch einfach nicht her, aber er hat wahrscheinlich schon eben als Student, er hat Jura studiert und Philosophie, ist auch in beiden Fächern promoviert worden und wurde da wohl dann einfach auch schon politisiert. Dazu kommt, dass Max Süsheim ein Vorbild in seiner eigenen Familie hatte, also sein Großvater David Morgenstern, also der Vater seiner Mutter, war der erste jüdische Landtagsabgeordnete in Bayern. Und auch deswegen ist die Familie eigentlich so interessant, weil der Großvater war der Erste und Max Süsheim wird dann später der letzte jüdische Landtagsabgeordnete werden. Also hier sieht man schon, dass auch diese ganze Zeit eigentlich des bayerisch-jüdischen Engagements in der Politik eingerahmt wird durch diese Familie. Nun ist es so, dass der Großvater eben auch schon so
nicht besonders beliebt war bei den Mächtigen. Deswegen kann man sagen, er selber so ein 48er, dass Max Süsheim eigentlich auch schon so dieser Hang zur Rebellion in die Wiege gelegt wurde. Und das war natürlich dann in seiner Zeit insbesondere umsetzbar auch in der SPD. Max ist 1903 in die SPD eingetreten, auch in dem Jahr, in dem er sich in Nürnberg als Rechtsanwalt niedergelassen hat. Und es war tatsächlich in seinem ganzen Umfeld sehr ungewöhnlich als politische Orientierung. Also dieses jüdische städtische Bürgertum hatte doch eine starke Verbindung mit dem Hause Wittelsbach, was natürlich jetzt nicht unbedingt auf die Sozialdemokratie zutraf. Und Max Süsheim ist da schon skeptisch beäugt worden. Dasselbe galt aber dann natürlich eben auch innerhalb der SPD. Auch dort ist er aufgefallen, erstmal als Jude. Er war lange Zeit sogar der einzige Jude in der Sozialdemokratie in Nürnberg. Das war reichsweit ein bisschen anders. Da waren Juden tatsächlich häufig in der SPD und auch sehr überrepräsentiert. In Nürnberg war das nicht der Fall. Und aber nicht nur deshalb, sondern eben auch wegen seiner privilegierten Herkunft und wegen seinem akademischen Hintergrund. Wenn man sich eine Zahl anschauen will, ich finde es sehr eindrücklich, 1914 gab es 21.000 SPD-Mitglieder und davon waren 9 Akademiker. Also kann man sich vorstellen, was für eine Figur Max Süsheim dargestellt hat dann so in diesem Kontext. Und dann, wenn man sich seine Situation in der Partei und unter den Genossen vorstellt, ist es natürlich auf der einen Seite so, dass das ein bisschen skeptisch beobachtet wird. Auf der anderen Seite bringt er natürlich auch Fähigkeiten mit, die in der Partei nicht allzu verbreitet sind und die ihn dann besonders auszeichnen und wovon die Partei dann auch profitiert. Also zum Beispiel ist er schon sehr früh, er war ja Anwalt, hat er die SPD dann vertreten im Gerichtsverfahren. Er war sehr eloquent und redegewandt. Er stand dann schnell auch bei Reden zur Verfügung, bei Versammlungen und war da sehr beliebt und ist sehr schnell aufgestiegen. Also es war insgesamt so ein ambivalentes Verhältnis, das man ihm gegenüber hatte. Max Süsheim ist ja, glaube ich, 1907 das erste Mal in den Landtag gewählt worden, Christina. Für welche Positionen stand denn der sozialdemokratische Landtagsabgeordnete im späten Kaiserreich und dann vor allem in der Revolution von 1918, 19? Ja, ich habe hier auch noch ein Bild. Da sehen wir so ein Wahlplakat, wo Max Süsheim eben auch als Kandidat genannt wird. Das ist aus der Landtagswahl 1912. Was ich vorher gesagt habe zu den Quellen zu Max Süsheim, da ist vielleicht noch wichtig zu ergänzen, dass es halt nicht, es gibt keinen Nachlass und deswegen auch nicht allzu viele persönliche Quellen. Was es aber tatsächlich gibt, sind die ganzen Protokolle, zum Beispiel die SPD-Parteitagsprotokolle, die Protokolle des Nürnberger Stadtrats, die Protokolle zum Rätekongress oder auch eben die Landtagsprotokolle einfach. Und da kann man sehr gut nachzeichnen, wie er sich politisch entwickelt hat, weil er doch wirklich eine große Rolle gespielt hat. Also er taucht immer wieder auf und hat auch wirklich lange Redebeiträge. Und dadurch lässt sich ein ganz gutes Bild zeichnen, wie er sich entwickelt hat, weil er tatsächlich eine ganz schöne Wandlung hingelegt hat innerhalb der SPD. Wir müssen uns vorstellen, als er angefangen hat, so in seiner Anfangszeit, gehörte er zu den jungen Wilden. Er hatte so einen Lieblingsgegner in Nürnberg, das war damals Kurt Eisner, der war ihm nicht links genug. Auch interessant, wenn man sich überlegt, wie sich das alles entwickelt hat. Und er war auch immer sofort dabei, bei anderen Genossen Bürgerlichkeit anzuprangern. Also es konnte ihm eigentlich gar nicht revolutionär genug sein. Er war auch begeistert von Kautsky, von den Parteitheoretikern und so weiter. Es wandelt sich dann, und das hat mit dem Ersten Weltkrieg zu tun. Also am Anfang, noch im Juli 1914, war er ganz starker Gegner einer Politik, die den Krieg führen konnte. Also er hat da noch Demonstrationen abgehalten, hat aber dann eben auch das mitgetragen, also den sogenannten Burgfrieden mitgetragen. Und die SPD hat sich ja genau über diese Frage dann auch während des Weltkriegs aufgespalten in Mehrheitssozialdemokraten und unabhängige Sozialdemokraten. Und Max Süsheim ist da dann eben nicht die Linie der Unabhängigen gegangen, was ihm eigentlich so von seiner Einstellung vielleicht sogar näher gestanden hätte, sondern hier sehen wir schon, hier ist schon so der erste Bruch. Und er geht mit den Mehrheitssozialdemokraten mit, die eben die Kriegskredite auch weiterhin bewilligen. Als es dann zur Revolution kommt, steht Max Süsheim zunächst an vorderster Front in Nürnberg. Also er ist auch derjenige zum Beispiel, der die Soldaten vereidigt auf die neue Regierung.
Er hält Kurt Eisner sehr hoch. Also er will auch plötzlich nichts mehr davon wissen, dass er sich mal distanziert hat von Kurt Eisner, und er trägt das alles mit. Aber er merkt sehr schnell, dass eben die Spaltung innerhalb der Linken, dass die Leute, die ein Rätesystem haben wollen, und die Leute, die sich für eine parlamentarische Demokratie aussprechen, dass das immer heftiger wird. Und wir sehen jetzt hier auf dem Bild ein Foto von Kurt Eisner, das ich ganz interessant von der Konstellation her finde, weil das Bild selber wurde 1918 gemacht, als er eben zum Ministerpräsidenten wurde, der zum ersten jüdischen Ministerpräsidenten Bayerns. Und es wurde aber dann als Vorlage genommen 1919 nach seinem Tod. Also Kurt Eisner wurde ja ermordet. Also so das Trauma der Linken allgemein in Deutschland, aber insbesondere eben auch in Bayern. Und das war dann so dieses Bild, das man da in Umlauf gebracht hat. Und das war auch die Phase, die dann Max Süsheim extrem geprägt hat in seiner politischen Einstellung, weil er an dem Tag, an dem das passiert ist, auch selbst im Landtag war. Es kam dann zu tumultartigen Szenen. Es wurden noch zwei Abgeordnete erschossen im Landtag. Und daraufhin wurde der Landtag aufgelöst und der Rätekongress eben einberufen. Und in diesem Rätekongress trat Max Süsheim dann für die Mehrheitssozialdemokratie auf und vertrat sehr gemäßigte Positionen, hat immer wieder zur Ruhe aufgefordert. Er hat zum Beispiel auch sich dafür eingesetzt, dass Geiseln freigelassen werden, die man ganz willkürlich genommen hatte. Also das waren einfach Repräsentanten bürgerlich-konservativer Kreise. Man konnte denen einzeln dann gar nichts irgendwie vorwerfen unbedingt. Und dagegen hat er sich eben sehr stark ausgesprochen. Und er wurde massiv angegangen dann in diesem Gremium. Also wenn man sich dieses Protokoll durchliest, wo vor allem diese ganzen bekannten Namen, die man ja eben so, wie man zum Beispiel Ernst Toller kommt vor, Erich Mühsam, Gustav Landauer, man kennt all diese Namen, aber man kennt eigentlich Max Süsheim nicht, und doch spielt er eine sehr prominente Rolle in diesem Gremium. Und wie er in diesem Rätekongress angegangen wird, er wird persönlich bedroht, er wird als Bourgeoissohn beschimpft, als Bürgerlicher, jemand, der mit den bürgerlichen Kreisen paktiert. Das ist ganz interessant, welche Vehemenz das angenommen hat. Zumal er im Nachhinein dann in der rechten Propaganda als besonders links verfemt wurde. Also das hat dann niemanden mehr interessiert, dass er eigentlich derjenige war, der da sagen wir mal, innerhalb dieser Linken auch eher auf der rechten Seite stand. Genau. Während sich, also könnte man vielleicht zusammenfassen, ja, Teile der linken Sozialdemokratie sich über die USPD dann auch eben zu Spartakus und KPD radikalisieren, macht Süsheim eigentlich so ein bisschen den gegenteiligen Prozess durch, oder? Also vom linken revolutionären Sozialdemokraten zu dem, der dann in Revolutionszeiten die Fahne der Verfassung und der repräsentativen Demokratie und auch der Koalitionsbündnisse zwischen Mehrheitssozialdemokraten und parlamentarisch-republikanischen, liberalen und katholischen Kräften dann da propagiert. Also das ist tatsächlich etwas, ja, was ihn vielleicht besonders macht. Genau, also er hat auch eben, es war ihm auch sehr wichtig, dass es eben mehrheitsfähig auch eben in der Bevölkerung ist. Er hat immer daran geglaubt, dass man das linke Projekt hinbekommt, wenn man die Mehrheit der Bevölkerung auf der Seite hat. Und es war eben seiner Meinung nach nicht möglich, wenn man so weit nach links geht auch. Also diese Hoffnungen werden ja gerade in Bayern recht rasch enttäuscht. Also nach der Niederschlagung der Räterepublik und mit dem Aufstieg der sogenannten Ordnungszelle Bayern. Aber da ist Süsheim schon wieder in Nürnberg, hat sich aus der Landespolitik zurückgezogen und versucht jetzt diese Idee, Politik in breiteren Bündnissen zu gestalten, in der fränkischen Metropole durchzusetzen, im Stadtrat, auch dort im Verein mit dem Oberbürgermeister. Ja, aber wie in ganz Bayern oder im ganzen Reich werden in den frühen und dann in den späten 20er Jahren wieder die Nationalsozialisten immer stärker. Und Süsheim als Jude und Sozialdemokrat besonders gerät ins Visier von Julius Streicher und seiner Hetzschrift Der Stürmer. Warum war Süsheim für Streicher ein ganz besonders rotes Tuch? Ja, ich zeige jetzt mal kurz ein Bild von Streicher. Das ist allerdings schon später, also 1935, als er dann schon Gauleiter von Franken
war, als Süsheim mit ihm zu tun hatte in den 20er Jahren, da war der noch Volksschullehrer in Nürnberg und hatte eben sein antisemitisches Hetzblatt gegründet, das am Anfang noch Deutscher Volkswille hieß und dann später in der Stürmer umbenannt wurde, 1923. Das war eben die Zeit, in der Max Süsheim mit ihm zu tun hatte. Und es ist sehr auffällig, wenn man sich den frühen Stürmer anschaut, dass Max Süsheim tatsächlich eine der präsentesten Figuren in diesem Blatt ist. Also er und insbesondere auch der Oberbürgermeister Hermann Luppe, den du schon erwähnt hast, waren Linksliberaler. Und die beiden kommen immer wieder darin vor. Also das ist schon sehr auffällig. Du hattest es schon angesprochen, also natürlich als linker Jude schon mal prädestiniert, auch einfach eine der wichtigsten Figuren der Nürnberger SPD und dann noch Jude, war das natürlich eine gute Zielscheibe für die antisemitische Hetze. Was aber in seinem Fall noch dazu kommt, ist, dass es auch eine persönliche Ebene einfach hatte. Und zwar, weil Max Süsheim jemand war, der sich diese ganzen Verleumdungen und Hetzkampagnen nicht einfach gefallen lassen hat. Also er hat schon 1922 Julius Streicher angezeigt wegen Verleumdung und hat dann auch vor Gericht in den weitesten Teilen Recht. Und es setzte sich dann fort, dass er als Anwalt vor Gericht gegen Streicher antrat, 1923, als der Nürnberger Stadtrat Streicher angezeigt hat wegen Verleumdung. Und da ging es darum, dass Streicher auf einer Versammlung den Oberbürgermeister harsch beleidigt hat und eben auch gesagt hat, er solle verrecken wie eine Sau. Also so stand es auch, dann steht es in den ganzen Quellen drin. Da kam es dann eben zum Prozess. Der erste Prozess endete aber damit, dass sich Streicher mit 1000 Mark von der Haftstrafe freikaufen konnte, obwohl er quasi während des laufenden Prozesses inhaftiert war, auch noch in Landsberg nach seiner Beteiligung am Hitlerputsch. Also das muss man sich mal vorstellen. Das zeigt auch schon, wie das Gericht in der damaligen Zeit drauf war. Also die Sympathien waren da schon recht klar verteilt. Und es haben dann aber beide Parteien Berufung eingelegt in diesem Prozess. Und deswegen gab es dann den Revisionsprozess 1925. Und das war dann wirklich ein sehr großer Prozess in Nürnberg, wo über 120 Zeugen befragt wurden, darunter auch Adolf Hitler, der sich ganz dezidiert eben an die Seite von Streicher stellte. Und Max Süsheim als Anwalt schaffte es in diesem Prozess, Streicher hinter Gitter zu bringen. Also er hatte der Einzige, der wirklich konsequent dort an seiner Seite stand, war der Staatsanwalt, der Streicher als gemeingefährlich bezeichnete und der dann auch 6 Monate Gefängnis forderte. Und Streicher wurde dann zu 8 Wochen verurteilt. Also natürlich nicht annähernd so viel, wie der Staatsanwalt gefordert hatte, aber immerhin. Also er kam hinter Gitter und das hat er Max Süsheim natürlich nicht verziehen. Wir sehen, dass dann wirklich so eine richtig gehende Obsession entstanden ist von Streicher gegen Süsheim. Und Streicher hat für seinen Stürmer einen Karikaturisten engagiert, Philipp Ruprecht hieß der. Und der hatte von da an eigentlich den Auftrag, immer und immer und immer wieder Max Süsheim in Karikaturen darzustellen. Ich werde jetzt keine Karikatur aus dem Stürmer über Max Süsheim zeigen. Thomas, wir haben uns ja auch entschieden, im Heft keine zu zeigen. Vielleicht möchtest du da auch noch mal kurz was dazu sagen, warum? Also diese Karikaturen sind dermaßen verletzend und gewalttätig, dass wir ihnen einfach keinen Raum geben wollen. Man antisemitische Hetze bleibt antisemitische Hetze, und die muss man, glaube ich, nicht mehr als nötig visualisieren. Also so, und das ist eigentlich der Grund, warum wir verzichten, bei den VFZ im Heft und auch online solche Karikaturen zu zeigen und das deswegen auch hier nicht tun. Ja, also bei einer ist es vielleicht, die kann man ja auch beschreiben, sage ich mal, da, die wäre vielleicht ganz interessant, sich das so ein bisschen vorzustellen. Also da wird Max Süsheim gezeigt, wie er am Esstisch sitzt mit seiner Ehefrau und seinem Sozius, dem Albert Rosenfelder, auch mit dessen Ehefrau. Also diese beiden bürgerlichen Paare sitzen da am Esstisch und es ist üppig aufgetischt, im Hintergrund hängen Öl, Schinken und so weiter. Und das Ganze wird dann kontrastiert mit einer Darstellung von der kärglichen Arbeiterhütte. So, und da sieht man auch schon, das finde ich besonders interessant, weil natürlich bei der rechten Hetze gegen Max Süsheim das Antisemitische im Vordergrund steht, aber schon auch dieses Antibürgerliche immer wieder zum Vorschein kommt. Also schon auch eine Rolle spielt und hier auch wieder eben auf seine Herkunft angespielt wird.
Also man wird sagen können, dass dieses Jahr über 10 Jahre gehende Auseinandersetzung, wo man sich dann auch häufig vor Gericht trifft, Max Süsheim durchaus zermürbt hat. Und dass es wahrscheinlich dann auch kein Zufall war, dass er gerade am 1. März 1933, also in einer Zeit, wo in Berlin die Nationalsozialisten die Macht ja schon übernommen haben, in Bayern die Dinge ja noch auf der Kippe stehen, wo man ja nicht so ganz genau weiß, wie sich die Lage entwickelt, dass ihn das gesundheitlich so beeinträchtigt hat, dass er eben einen Schlaganfall erlegt. Das Aber was vielleicht überraschender ist, ist, dass man ihn so schnell vergessen hat oder dass er vielleicht sogar aus der öffentlichen Erinnerung verdrängt worden ist. Wie würdest du das erklären, Christina? Und warum hat eigentlich nicht mal die bayerische SPD sein Andenken bewahrt? Ich mache jetzt erstmal kurz den Streicher weg, damit wir den nicht die ganze Zeit Danke anschauen. dafür. Genau, also hier sehen wir nochmal den Max Süsheim. Das ist so in seinen letzten Lebensjahren entstandenes Bild. Haben wir auch gewählt für den Aufsatz. Ich finde das auch irgendwie einfach ein sehr schönes symbolisches Bild. Richtig, du hast gesagt, er ist richtig gehend zermürbt worden. Es war auch tatsächlich so, dass das nicht nur im Stürmer gelaufen ist, sondern auch im Stadtrat zum Beispiel. Also es gab ja auch da eine nationalsozialistische Stadtratsfraktion, die seine Anliegen dann grundsätzlich boykottiert hat oder ihn harsch beleidigt hat. Das steht in den Protokollen drin, das kann man alles nachlesen. Es ging dann sogar posthum weiter auch. Also als Max Süsheim gestorben ist, du hast es gerade schon gesagt, am 1. März 1933, ist auch ein sehr symbolisches Datum, weil es war tatsächlich der Tag, an dem der Nürnberger Stadtrat zum letzten, also der demokratisch gewählte Nürnberger Stadtrat zum letzten Mal getagt hat. An dem Tag ist Max Süsheim zusammengebrochen beim einem morgendlichen Spaziergang. Und die Nazis haben ihm später dann angedichtet, dass er sich umgebracht hätte, also um zu zeigen, wie feige er war und so weiter. Da haben diese Legende in die Welt gesetzt, an der er absolut nicht dran ist. Zu dem Datum ist vielleicht auch noch ganz interessant. Ich zeige mal hier den Grabstein von Max Süsheim. Wir sehen das Datum 1.3.1933 und wir sehen darunter aber das Datum bei seiner Witwe, bei seiner Frau Hedwig Süsheim, der 10.11.1938. Denn Hedwig Süsheim hat sich in der Nacht nach dem am Tag nach dem Novemberpogrom das Leben genommen, nachdem ihr da ganz übel mitgespielt wurde und sie auch zu Hause aufgesucht wurde. Sie hatte einfach viel zu viel Angst. Was jetzt deine Frage betrifft, nach der SPD vor allem, also wie kann es das sein, dass man sich insbesondere jetzt von Seiten auch der SPD gar nicht mehr so richtig an Max Süsheim erinnert? Da gibt es ein Dokument, das sehr bezeichnend ist, und das ist das Testament von Max Süsheim. Dieses Testament ist in einem Sammelband des Stadtarchivs Nürnberg einmal komplett transkribiert und veröffentlicht. Das kann man also nachlesen, und ich finde das auch wirklich, finde ich, also eine krasse Quelle einfach. Da steht nämlich drin, also es ist von 1932, und Max Süsheim enterbt quasi in seinem Testament die SPD und distanziert sich von seiner eigenen Partei und sagt, dass sich der Antisemitismus habe auch die SPD vergiftet. Also er sagt auch, auch innerhalb seiner Partei habe sich der Antisemitismus ausgebreitet, und er sei gegen die Anfeindungen, denen er ausgesetzt war, nicht geschützt worden von Seiten seiner Partei. Jetzt kann man natürlich schon davon ausgehen, dass dieses Zerwürfnis, das sich da zu seinem Lebensende mit der SPD abgezeichnet hat, dann eben auch dazu beigetragen hat, dass sich die Nürnberger SPD auch nach 1945 nicht wirklich wieder auf Max Süsheim berufen wollte. Letztlich ist es aber doch was, was man meines Erachtens noch weiter erforschen sollte. Also man müsste sich das nochmal anschauen, genau wie war die Nürnberger SPD in der NS-Zeit aufgestellt, dann, also nicht in der NS-Zeit, aber da, so kurz davor quasi, und welche Figuren waren da, wen genau meint er damit, wenn er darüber schreibt? Also das ist alles was, wo ich finde, dass es wirklich noch man sich genauer anschauen sollte. Wozu das allerdings alles geführt hat, ist auch, dass er insgesamt eigentlich vergessen worden ist. Das ist jetzt so ein Zusammenspiel aus: die eigene Partei hält ihn nicht hoch,
Aber es gibt auch sonst halt eben keinen Nachlass von ihm und so weiter. Und so kann es dann schon schnell passieren, dass er in Überblickswerken zwar irgendwie am Rande erwähnt wird, aber letztlich dann eigentlich nicht viel zu ihm steht, weil halt auch natürlich die Quellen in der Form gar nicht im Umlauf sind. Ich habe vorher schon das Stadtarchiv Nürnberg erwähnt, die machen seit einigen Jahren einiges dazu. Da gibt es jetzt von 2018 war der Sammelband zur Familie Süsheim, wo Max Süsheim eine sehr prominente Rolle spielt. Und da kommt er eben, kommen verschiedene Aspekte auch zu seiner Geschichte zum Vorschein. Und ich hoffe doch durchaus, dass sich da noch in Zukunft was tun wird in der Hinsicht. Also Noch was immerhin noch? hat die Süddeutsche Zeitung deinen Aufsatz ja schon groß aufgegriffen. Und das ist vielleicht auch so, ja, ein erster Schritt, dass Max Süsheim einer breiteren Öffentlichkeit mit seinem sehr interessanten und engagierten Leben wieder in Erinnerung gerufen wird. Ja, das ist auf jeden Fall zu hoffen. Und was ich auch noch zu seinem Testament, das finde ich nämlich auch ganz wichtig, auf der einen Seite sieht man so diese Entfremdung von seiner Partei, aber auf der anderen Seite gibt es ein Zitat in seinem Testament aus einem Arbeiterlied, das er sich gewünscht hat für seine Beerdigung. Und er zitiert eben daraus den Satz, ein Sohn des Volkes wollte er sein. Und es zeigt ja, dass er sich vielleicht von seiner Partei entfremdet hatte zuletzt, aber nicht von den Idealen, die ihn ursprünglich mal in diese Partei hineingetragen haben. Und ich hätte das auch da, wenn wir uns das vielleicht kurz anhören wollen, die erste Minute des Liedes. Ja, herzlichen Dank, Christina, für diesen Überblick über das Leben von Max Süsheim und auch diesen Ausblick auf seinen letzten Willen, der sich so nicht erfüllt hat und der ja auch so ein Volk hochhält, das es so in Deutschland 1933 bekanntlich nicht mehr gegeben hat. Christina, als Aufsatz, wer ihn nachlesen möchte, erscheint nächste Woche im Oktoberheft der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Und er ist der Beitrag, der für 3 Monate bis zum Erscheinen des Januarhefts 2024 Full Access stehen wird. Also jeder, der jetzt Interesse gefunden hat und vorher gefangen hat, kann diesen Aufsatz barrierefrei nachlesen. Was hat das Oktoberheft sonst noch zu bieten? Vielleicht noch einen kurzen Ausblick. Besonders hinweisen möchte ich auf eine Dokumentation zur Kollaboration und Judenverfolgung in Italien zwischen 1943 und 1945, also unter deutscher Besatzung, am Beispiel eines Prozesses gegen Celeste Di Porto, eine junge Jüdin, die untergetauchte Jüdinnen und Juden an die Deutschen und ihre faschistische Helfershelfer verraten hat. Und wir haben diese Dokumentation nicht umsonst im Oktoberheft. Sie erinnert auch an die große Razzia der deutschen Sicherheitskräfte in Rom am 16. Oktober 1943, die sich jetzt zum 80. Male jährt und der seinerzeit mehr als 1000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Dann haben wir noch einige weitere Beiträge zu bieten, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Monika Bartsch-Lieberwald nimmt uns mit in die Gefängniszellen des von deutschen Truppen besetzten Belgien
und Nordfrankreich am Beispiel eines Tagebuchs eines österreichischen Wehrmachtpfarrers Otto Gramann, der Häftlinge und Todeskandidaten dort betreut und begleitet hat. Ein ziemlich einzigartiges Dokument, das hier präsentiert wird. Philipp Glahe stellt die Biografie eines jüdischen Kernphysikers vor, der eine verfolgte Vergangenheit hat als Kind und glaubt seinen Verfolgern bei der Arbeit im Kernforschungszentrum in Karlsruhe wieder zu begegnen. Und wie sich hier Aktivismus, Atomkritik und Erinnerungspolitik mischen, kann man in diesem Aufsatz nachlesen. Und last but not least, Patrick Bernhard hat einen Aufsatz in diesem Heft über NS-Verbrechen an Tuberkulosekranken und die ausgebliebene juristische Ahndung. Sie haben also einiges zu lesen. Bis zum nächsten Mal ins Heft gezoomt im Januar 2024. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und schöne Lektüre. Herzlichen Dank, Christina. Herzlichen Dank an das Danke. Publikum. Auf Wiedersehen.